Die Bullen sagen, der Boden ist gefunden. Es geht bergauf, weil die Inflation ihr Peak erreicht hat und die Fed bald umsteuern wird. Die Bären sagen, nein, das ist nicht der Fall. Wir werden neue Tiefs sehen. Wann aber endet dieser Bärenmarkt? Dieser Frage will ich heute mal ein bisschen nachgehen. Es ist ein bisschen zäh an den Märkten derzeit. Dünnstes Volumen vor Thanksgiving, das ist ja auch so eine abgebrochene Woche, irgendwie hat da keiner scheinbar mehr so richtig Lust, das dürfte in der nächsten Woche dann schon ein bisschen actionreicher werden, hoffentlich zumindest. Aber zurück zu dieser Frage, wann dieser Bärenmarkt endet, und dann, wenn man sich diese Frage stellt, dann schaut man am besten mal in die Geschichte und guckt, ja, was ist denn da passiert? Zunächst mal, wie Sie es von mir gewohnt sind, eine bullische Position, etwa Deutsche Bank. Ja, da ist noch viel Raum für diese Rallye, denn hier besteht eine gewisse Unterpositionierung. Wir haben Buybacks, die jetzt hier ja stark laufen. Dementsprechend könnte der S&P 500 bis zum Jahresende auf 4200 Punkte steigen und dann bis 4500 sogar im ersten Quartal des nächsten Jahres. Also Argumente und eine sehr bullische Sicht. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist im Jahr 2001. Damals hat die Fed einen echten Pivot gemacht, nämlich die Zinsen in einem Jahr um sage und schreibe 5% gesenkt. Was ist danach passiert? Wir haben gesehen, dass der S&P 500 trotzdem knapp zwei oder gut zweistellig Prozent verloren hat. Der Dollarindex ist gestiegen, Gold ist gestiegen und Anleihen sind gestiegen, aber nicht Aktien sind gestiegen. Wenn die Fed diesen Pivot macht, wenn die Fed diese Wende macht, dann hat sie einen driftigen Grund, und dieser Grund ist eben, dass die Konjunktur so absäuft, dass auch die Gewinne und Umsätze der Unternehmen absaufen. Deswegen fallen diese Aktien, und wir haben jetzt erstmal wahrscheinlich im Jahr 2023 eine Situation, die eben komplett anders ist als im Jahr 2021. Im Jahr 2021 hatten wir die Effekte dieser extrem ultralaxen Geldpolitik und fiskalischen Stimuli, dadurch natürlich eine sehr robuste Wirtschaft. Wir werden in 2023 dann erst die Auswirkungen des geldpolitischen Tightenings der Fed sehen, also der geldpolitischen oder der Zinsanhebungen sehen, der Bilanzreduzierung sehen, der Fed, also der Straffung der Geldpolitik sehen, und vieles ist ja schon im Ansatz vorhanden, etwa hier Immobilienmarkt, jetzt hier Profi-Investoren haben jetzt 30% weniger im letzten Quartal an Immobilien gekauft als noch im Vorquartal. Also hier sehen wir, das geht ziemlich rapide schon nach unten, aber die Auswirkungen werden wir im Jahr 2023 erst sehen. Wann? Und auch hier wieder der Blick in diese verschiedenen Bärenmärkte seit 1949. Wann passiert die Wende? Wann ist der Boden da? Alpha weist hier auf eine sehr, sehr gute Statistik. Es ist von Morgan Stanley. Die zeigt, wenn die Einkaufsmanager deutlich unter 50 sind, wenn die Arbeitslosenquote mindestens 1,3% angestiegen ist und wenn die Gewinnerwartungen für die Unternehmen mindestens um 10% gesenkt wurden. All das ist bisher nicht der Fall, weder die Gewinnerwartungen, die PMIs sind jetzt gerade so, also die Einkaufsmanager-Indizes sind jetzt gerade so an der 50er-Linie, die Wirtschaft beginnt also jetzt zu kontrahieren, aber wir sind da noch im frühen Stadium, und eben Arbeitslosigkeit, da sind wir jetzt in den USA von 3,5 auf 3,7% gestiegen, da wäre also noch viel Strecke. Und auch markttechnisch ist es so, dass die Rallyes im S&P 500, dem Leitindex, immer beim 61,8er Retracement gescheitert sind, so auch diesmal bisher zumindest. Wir haben nach wie vor sehr hohe Bewertungen angesichts einer Situation, dass wahrscheinlich eben die Wirtschaft jetzt auch deutlich abkühlen wird als Folge, als Effekt dieser geldpolitischen Straffungen. Was genau wird passieren? Die Märkte werden realisieren, dass die Gewinnerwartungen und Umsatzerwartungen zu hoch sind. Man wird jetzt mehr und mehr von diesem Inflationsthema in Richtung Deflation gehen, aber das ist dann gar nicht mal so eine super Botschaft erstmal. Aber dennoch wird die Fed ja erstmal weiter die Zinsen anheben im Dezember. Mal gucken, was dann Januar und Februar passiert. Die Wirtschaftsdaten dürften auf der Unterseite überraschen. Die Konsumenten werden weiter zurückhaltend sein. Die
Überhänge bei den Inventories, also bei den Lagerhaltungen, werden ihren Effekt haben und es wird dann irgendein Credit-Event geben. Irgendetwas wird kaputt gehen. Erst dann wird die Fed wahrscheinlich aufhören, die Zinsen anzuheben, wenn etwas kaputt gegangen ist. Und es ist schon ein bisschen Stress im System. Hier vor allem die Effekte des starken Dollars, die wir sehen, die Effekte der Zinsanhebungen, die sogenannten Monetary Conditions, die haben sich gestraft. Die Folge, die Investoren sind raus aus all diesen Dingen, die eben gehypt waren noch seit dem Jahr 2020, als die Fed ja all in gegangen ist. Und hier sehen wir nochmal diesen Fed-Pivot, auf den die Bullen ja so stark vertrauen. Hier sehen wir, die letzten drei Fed-Pivots waren gefolgt von Kursverlusten von 51%, Dotcom-Blase 58%, Finanzkrise und 35% Corona-Crash. Also da ist noch ein bisschen was passiert und das, obwohl die Investoren, internationale Investoren, vor allem in amerikanische Aktien vor allem investiert haben. Aus europäischen Aktien ist ja immer Geld abgezogen worden, eigentlich seit Beginn des Ukraine-Kriegs. 86 Milliarden Dollar sind im letzten Quartal in die US-Märkte, in US-Aktien geflossen. Das ist der drittgrößte Wert seit dem Jahr 2013. Aber der Effekt ist verpufft, weil andere viel mehr verkauft haben offenkundig. Und das angesichts eben des schnellsten Anstiegs der Zinsen in den letzten Jahrzehnten. Wir haben jetzt innerhalb von 9 Monaten 3,75% Zinsanhebung gesehen. Das ist eine ganze Menge Holz. Und damit werden Bewertungen eben hinterfragt, etwa wie bei einer Tesla. Da sind nach wie vor etwa die Kursziele der Wall Street Analysten so hoch, dass die Aktie von Tesla 80% steigen müsste, um sozusagen in diese Kursziele der Analysten reinzuwachsen. Man hat sich, oder die Aktie hat sich halbiert. Dennoch ist jedes verkaufte Auto von Tesla eine Marktkapitalisierung von 600.000 Euro wert, geschweige denn, was da wirklich für eine Marge drin ist bei einem verkauften Auto. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis von 55 bei Tesla, siebenfache Umsatzbewertung. Damit ist sozusagen Tesla vierfach überbewertet nach Standards der anderen Aktien im S&P 500 und achtfach nach Standards im Autosektor. Jetzt gehen ja die Tesla-Bullen davon aus, dass Tesla die totale Dominanz im Autosektor haben wird, aber was wenn nicht? Und diese Frage, was wenn nicht, ist eben jetzt mehr in den Vordergrund gekommen. Das ist so ein typisches Beispiel eben für Bewertungen, ebenso wie bei Meta. Heute die Situation, dass es da Gerüchte gab, dass Zuckerberg bald zurücktreten wird als Meta-Chef, das wurde dann dementiert und das ist wirklich schon peinlich. Hier sieht man mal die Meta-Aktie. Im kurzen Zeitfenster links ist der Kurs erstmal deutlich gestiegen auf das Gerücht, dass Zuckerberg zurücktreten wird. Als das Dementi kam, ging es mit der Aktie wieder runter und hier sehen wir, die Aktie ist ja von über 300 jetzt gekommen, auf unter 100 gefallen. Jetzt sind wir so um und bei 100 ein paar zerquetschte drüber. Also nach wie vor ziemlich depressiv die Situation. Und das gilt eben auch für den anderen Bereich, der von dieser ultralaxen Geldpolitik so stark nach oben gespült wurde, etwa Krypto und Alameda Research, diese Krypto-Trading-Firma, die letztendlich für die Pleite von FTX wohl oder die Pleite von FTX wohl ausgelöst hat, die haben es geschafft, im Jahr 2021, als wir einen Krypto-Bullenmarkt ja nach wie vor hatten, 3,7 Milliarden Dollar zu verlieren. Wie man das schaffen kann, das müssen Sie diese junge Dame fragen, die ja so ohnehin ein bisschen auf Amphetamine war, gell, und schon ein bisschen schräg war, mit Sam Bankman-Fried auch irgendwie zwischendurch wohl ein Verhältnis hatte. Nach wie vor aber sind diese FTX-Tokens 400 Millionen Dollar wert. Das ist gar nicht so schlecht und die Eltern von Bankman-Fried haben sich auf den Bahamas mal eben 16 größere Immobilien gekauft, wahrscheinlich mit den Kundeneinlagen der Kryptobörse FTX. Das zeigt so ein bisschen den Moral Hazard in Zeiten des ultra billigen Geldes, wenn alles nach oben gespült wird. Kommen wir zum großen Ganzen, kommen wir zunächst mal zu dem Geschehen heute. Russland hat angedroht, Gazprom hat angedroht, dass man der Ukraine den Gashahn abdrehen wird.
Das würde passieren, möglicherweise ab dem 28. November. Das wäre für Europa eine sehr, sehr schlechte Nachricht, denn das Gas, was aus Russland nach Europa kommt, das geht ja über die Ukraine. Also das ist schon eine wichtige Drohung, die hier im Raum steht. Und wir haben jetzt die Situation in China, dass eben die Corona-Fälle wieder deutlich steigen. Jetzt ist praktisch ein Fünftel der Wirtschaftskraft Chinas ist in irgendeiner Form von Lockdown-Maßnahmen betroffen. Volkswagen hat schon gesagt, dass das Verkaufsziel um 14% gesenkt wird. Wir sehen, dass so wenig Importe in den USA aus China ankommen wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Wir haben also jetzt den drittgrößten Corona-Ausbruch in China nach Wuhan 2020 und Shanghai jetzt im zweiten Quartal, da ja der Lockdown in dieser Megacity. Also das sind natürlich Faktoren, die jetzt zu berücksichtigen sind. Dennoch der DAX ja ultra stark über der Marke von 14.800 ist ein wichtiges Widerstandsniveau hier, auf das Andreas Steno Larsen verweist. Wenn man sich den DAX mal anschaut, dann sieht man, dass wir 2007 beim Kursindex, also ohne Dividenden, standen wir bei 5.277 Punkten. Jetzt stehen wir heute bei 5.888 Punkten. Also es sind die Dividenden, die den DAX hier in den letzten Jahren oben gehalten haben. Jetzt aber ist die Frage, die IFO-Erwartungen, und da sind ja so viele Firmen, große Firmen, kleinere Firmen befragt, die deuten stark nach unten. Dementsprechend dürfte die Wirtschaft stark nach unten gehen, auch in Deutschland. Ob dieses Kursniveau gerechtfertigt ist, werden wir sehen. Jedenfalls gibt es doch verschärft Kritik auch an der Energiepolitik. Hier etwa der BayWa-Chef, der sagt, wir haben derzeit so eine Art Utopia. Man läuft ideologisiert irgendwelchen Wunschträumen hinterher. Das ändert aber nichts daran, dass wir solange die sich an der Speicherproblematik von erneuerbaren Energien nichts ändert, immer eine Grundlast brauchen werden. Und das kann, wenn wir die klimapolitischen Herausforderungen berücksichtigen, eigentlich nur die Atomkraft sein. Also es hilft ja nichts, wenn ich die von den Erneuerbaren, von Windkraft durch Sonne erzeugten Energie nicht speichern kann. Dann kann noch so viel Wind wehen, dann habe ich zu viel Wind. Dann kann ich den gar nicht einspeisen ins Stromnetz, dann weht gar kein Wind. Ich brauche also immer zuverlässige Energiequellen, die ganze Zeit der Fall sind. Da kann ich noch so viele Windkrafträder bauen. Es hilft nichts, solange eben die Grundlast nicht sichergestellt ist, und die ist eigentlich Gas. Dann kam diese Geschichte mit Russland, jetzt soll es Kohle sein. Dadurch steigt die CO2-Bilanz, aber man macht sich etwas vor. Man wird gerne, oder ich werde jetzt gerne so in die rechte Ecke abgeschoben. Das sei doch AfD-Style. Ich habe mit der AfD nichts zu tun und will auch mit ihr nichts zu tun haben. Aber es ist einfach eben Fakt, und das ist der Punkt: Solange die Erneuerbaren nicht speicherbar sind, kann ich sie ausbauen, wie sie will. Es ändert an der Grundproblematik nichts. Das hat jetzt ähnlich auch Käser gesagt, der ehemalige Siemens-Chef, der sagt, das Problem ist doch, dass wenn wir in Deutschland etwa als Unternehmen 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, in den USA aber zum Beispiel nur 7 bis 10 Cent gezahlt werden, dass auf Dauer die deutschen Unternehmen das im internationalen Wettbewerb nicht mehr leisten können. Deswegen ist diese Rede von der Deindustrialisierung kein rechtes Gerede, sondern es ist ein Faktum, meine Damen und Herren, auch wenn sich da manche immer auf den Schlips getreten fühlen. Also es sind Fakten, es hat nichts mit Ideologie zu tun. Ich habe so immer das Gefühl, dass diejenigen, die hier gerne in die rechte Ecke stellen, eben noch nie in der Privatwirtschaft gearbeitet haben, auf jeden Fall nicht Unternehmer sind, auf jeden Fall nicht wissen, wie Betriebe von innen aussehen. Und das sind diejenigen, die schreien: Wow, das ist doch alles, wir haben doch hier und so weiter, und wir werden doch ein leuchtendes Vorbild sein für die Welt. Werden wir das wirklich sein? Schauen wir uns hier zunächst mal die Erzeugerpreise eben an in den USA. Viel niedriger, natürlich aufgrund der niedrigen Energiekosten, aber diese Energiekosten sind ja nicht nur so hoch in Deutschland wegen Putin, sondern auch davor ja schon massiv gestiegen, weil es politisch gewollt war, weil eben das Angebot verknappt worden ist. Und jetzt denken viele Deutsche ja immer: Wow, also die Welt liebt uns dafür, dass wir dieses Experiment machen. Das Gegenteil ist der Fall. Hier zum Beispiel Rainer Zittelmann, der in Prag war, da schüttelt man den Kopf über die Deutschen und sagt, dass bei uns die Strompreise so hoch sind, hat auch mit euch zu tun, weil ihr praktisch alles abschaltet. Ähnliche Erfahrungen hat er in USA und Polen gemacht. Und jetzt war ja hier dieser Klimagipfel.
Da war ein Bericht auf NDR Info, also öffentlich-rechtliche Medien, die gesagt haben, wo die Reporterin gesagt hat, also viele Länder sind auf Deutschland nicht gut zu sprechen. Sie hat das nicht weiter ausgeführt, weil es in Deutschland eigentlich so ein bisschen tabu ist. Warum sind die nicht gut auf uns zu sprechen? Weil wir eine ziemlich erratische Energiepolitik machen, für die andere bezahlen müssen und dass die dann nicht begeistert sind und etwa Aussagen von Habeck, ja, wenn wir Deutschen es schaffen, dann sind wir ein leuchtendes Vorbild für die Welt. Eben, das klingt dann ein bisschen hohl, die haben schlechte Laune, weil wir denen dann auch das Flüssiggas noch wegkaufen, weil die eben weniger finanzstark sind. Also jetzt eben auch diese Tendenz zu immer höheren Staatsquote und das führt eben dazu, dass diejenigen, die nicht beim Staat angestellt sind, eben für den Unterhalt dieses Staates auf jeden Fall mehr als die Hälfte ihrer Zeit arbeiten müssen. Und das ist dieses Ungleichgewicht, diese permanente Durchdringung des Staates, die immer stärker wird, das zerstört letztendlich viele Strukturen. Dadurch wird das, was Schumpeter mal die kreative Zerstörung genannt hat, außer Kraft gesetzt und das hat langfristig massive Folgewirkungen. Zwei Hinweise noch abschließend, meine Damen und Herren. Diesel als weltweit wichtigster Treibstoff droht knapp zu werden. Das ist auch für uns sehr wichtig, denn die Supermärkte, die mit LKWs beliefert werden, die fahren natürlich alle mit Diesel. Und zweite Empfehlung, jetzt gibt es ja einen Gaspreisdeckel, den die EU vorgeschlagen hat, aber auch das ist wieder mal ziemlich halbgar, ein ziemlicher Witz. Das ist die zweite Artikelempfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.